Die Startreihen für das Rennen morgen stehen fest, werfen wir aber schnell noch einen Blick auf die Top 3. Ein Red Bull, Hamilton und Felipe Massa. Die Startaufstellung steht also fest, jetzt fehlt uns nur noch das Rennen selbst. Schalten Sie auch morgen ein, wenn es ums Ganze geht. Bis dahin, auf Wiedersehen. Wieder ein fantastischer Sieg für Red Bull. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz war. Die Strategie hat den Unterschied ausgemacht. Man hat gesehen, dass sie an ihrer Boxenstrategie gearbeitet haben, um jeden Stint zu optimieren und ihre Reifen optimal zu nutzen. Das zeigt, dass bei diesem Sport das ganze Team gefordert ist. Dabei muss der Fahrer natürlich auch gelobt werden. Schließlich helfen dir die besten Abläufe hinter die Kulissen nichts, wenn du keinen talentierten Fahrer hast.
Hier kommen die heutigen Sieger dieses wirklich tollen Rennens. In letzter Zeit haben alle hart an der Perfektionierung der Autos gearbeitet. Und last but not least können sie die Früchte der Arbeit ernten. Red Bull stemmt die Trophäe in die Höhe. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Der Fahrer des Tages ist heute für mich Rio Haryanto. Er hat einfach nicht aufgegeben und wirklich eine fantastische Leistung abgeliefert. Es war heute wirklich eine Freude, ihm zuzusehen. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Mercedes hat seine Führung in der Rangliste ausgebaut. In der Zwischenzeit konnte Red Bull ein starkes Wochenende verzeichnen und die Position in der WM verbessern. Was war das für ein Wochenende? Wir hoffen, dass Sie auch nächstes Mal zu einer weiteren spannenden Folge dieser Formel-1-Saison dabei sind. Thank you.